Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiteres Mal darf ich sagen, sehr herzlich willkommen beim Schweizerischen Institut für Auslandforschung an der Universität Zürich in diesem Herbstsemester. Nach einem spannenden, lebendigen Auftritt der russisch-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Nina Khrushcheva vom 6. Oktober hier an der Universität Zürich dürfen wir heute abermals einen illustren Gast in der Churchill-Aula begrüßen, den britischen Wirtschaftswissenschaftler und Historiker Professor Adam Tooze. Professor Tooze spricht besser Deutsch, als wir jemals Englisch zu reden wüssten, sodass ich ihn wie folgt begrüßen kann. Lieber Herr Tooze, sehr herzlich willkommen. Wir freuen uns ganz außerordentlich, dass Sie nach Zürich und ans SIAF gekommen sind. Seien Sie uns aufs Herzlichste willkommen. Sie sehen, das ist die sprichwörtliche Zürcher Gastfreundschaft. Das Thema des heutigen Vortrags versteht sich eigentlich von selbst. Die globale Wirtschaft steckt in der Krise, genauer wohl in mehreren Krisen. Diese sind inzwischen prominent getrieben, auch durch den Krieg in der Ukraine und Russlands gewissenlose Drohungen. Sie gehen aber schon zurück auf die Jahre der Pandemie, als die globalen Volkswirtschaften unter Druck gerieten und insbesondere etwa China eine Null-Covid-Strategie ausrief, die das Land bis heute beutelt. Hinzutreten inzwischen gigantische Staatsschuldenlasten, Zinserhöhungen und Inflationsraten, die einen das Fürchten lehren könnten. Wie schlimm ist es wirklich? Was wird wohl noch kommen? Oder mit Immanuel Kant, dem großen Aufklärer, was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und nicht zuletzt, wer ist dann dieses Wir als politisches, als wirtschaftliches, als gesellschaftliches Subjekt im Weltgeschehen, so es ein solches Wir überhaupt gibt? Mit diesen und verwandten Fragen beschäftigt sich unser Gast seit Jahrzehnten, immer auch aus historischer und zeitgeschichtlicher Perspektive. Adam Tooze ist Professor für Zeitgeschichte und Direktor des European Institute an der renommierten Columbia Universität. Willkommen. Zuvor lehrte er viele Jahre in Cambridge und Yale. Er hat zahlreiche Bücher publiziert, darunter Standardwerke wie The Great War and the Remaking of Global Order in 2014 oder Crashed, How a Decade of Financial Crisis Changed the World 2018 und jüngst, nämlich 2021, Shutdown, How COVID Shook the World's Economy, in der deutschen Übersetzung bei C.H. Beck, ebenfalls 2021, Welt im Lockdown, die globale Krise und ihre Folgen. Also nochmals sehr herzlich willkommen, Professor Tooze. Und noch eine ganz kleine Information, dieser Abend wird wie immer für unseren Streaming und das Replay aufgezeichnet. Außerdem ist ein kompetentes Fernsehteam von ZDF Dreisat für eine Doku dabei. Sollte Sie dies stören, steht es Ihnen jetzt noch frei, nicht mit dabei zu sein, was ich allerdings ausgesprochen bedauern würde. Die Hauptperson ist Professor Tooze. Bevor nun Adam Tooze das Wort ergreift, wird heute Abend traditionsgemäß unser SIAF Award für das Jahr 2022 übergeben. Ich bitte deshalb meinen Kollegen Professor Francis Schönewall aufs Katheter für die kurze Zeremonie. Dem Preisträger gratuliere ich schon an dieser Stelle und gleich danach wiederum übergibt Francis Schönewall an
Professor Thus. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrtes Publikum, ich bedanke mich herzlich im Namen der Jury beim CIAF für die diesjährige Stiftung des CIAF Award und die damit verbundene Wertschätzung der akademischen Nachwuchsförderung an der Uni Zürich und ETH Zürich. Mein Dank gilt auch den Mitgliedern der Jury. Ihre große und kompetente Arbeit ist wie jedes Jahr von sehr hohem Wert, jenseits jeglicher Monetarisierbarkeit. Der diesjährige CIAF Award gilt in Rechtswissenschaften. 8 Arbeiten kamen in die engere Wahl. Die Jury hat einstimmig und mit großer Überzeugung entschieden, den Award Herrn Tobias Neff zu verleihen für seine Dissertation Data Protection Without Data Protectionism, The Right to Protection of Personal Data and Data Transfers in EU Law and International Trade Law. Die Dissertation entstand an der Universität Zürich unter der Betreuung von Professor Dr. Matthias Oesch. Die Arbeit gilt der Regulierung zwischenstaatlichen Transfers von personenbezogenen Daten im EU-Recht und internationalen Handelsrecht. Sie zeichnet sich durch eine stupendige Lehrsamkeit, durch klare Vorgehensweise und durch wohlbegründete Resultate aus. Über die Analyse des geltenden Rechts hinaus gibt die Arbeit Orientierung zur Weiterentwicklung des Schutzes persönlicher Daten im Zeitalter interdependenter Datenökonomien. Der Dissertation von Herrn Neff kommt damit hohe gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz zu. Auf den Punkt gebracht, belegt der Autor, dass die Europäische Union in ihrem Bestreben, die Protektion der persönlichen Daten ohne Protektionismus zu bewerkstelligen, insgesamt pro toto auf dem richtigen Weg ist, und er zeigt auf, wie sie auf diesem Weg fortfahren sollte. Im Namen der Jury gratuliere ich Herrn Neff ganz herzlich zum CIAF Award 2022. Ja, guten Abend. Es ist wirklich eine Freude, hier zu sein, und ich möchte mich zunächst bedanken beim CIAF, bei den Kollegen dort, die diesen Aufenthalt in Zürich ermöglicht haben und die tatsächlich mir eine wirklich herzliche Gastfreundschaft gezeigt haben. Ich möchte auch Herrn Neff gratulieren zu dem Award heute Abend. Es gibt tatsächlich wenig Themen, die wichtiger sind für vor allem das transatlantische Verhältnis, denke ich, wenn wir in die Zukunft denken, als das Ihrige. Wir brauchen mehr Arbeit dieser Sorte, und ich hoffe, dass wir Sie bei Gelegenheit in Columbia begrüßen dürfen, wo es eine Gruppe gibt von Kollegen, unter anderem Anja Schifrin, die sehr interessiert sind an der Entwicklung dieser Problematik. Meine Aufgabe heute Abend ist etwas bedrückender, befürchte ich, Ihnen eine Einsicht zu geben in die Situation der Weltwirtschaft. Wir haben diesen etwas nichtssagenden Titel gewählt, aus bezeichnendem Grund, dass es einfach nicht weise schien, vor 2 Monaten etwas anderes vorzuschlagen. Weil es im Moment nicht ohne weiteres möglich ist, auf das kann man gar nicht mittlere Frist nennen, 2 Monate im Voraus zu wissen, was auf der Agenda der Weltwirtschaftspolitik stehen wird. So schlagartig bewegen sich die Dinge im Moment. Um es zusammenzufassen, möchte man fast sagen, dass die Weltwirtschaft sich in den letzten 3 Jahren auf eine einzigartige Achterbahnfahrt eingelassen hat. Ich sage das ist kein technischer Begriff, aber man könnte das mit Volatilität ersetzen und man käme beim gleichen Punkt heraus. Das, meine Damen und Herren, ist nicht ein Finanzmarkt, das ist die allergrößte Größe, die wir in der Weltwirtschaft haben. Das ist das globale Bruttosozialprodukt, berechnet von Goldman Sachs auf täglicher Basis in den ersten Monaten von 2020. Und was Sie auf diesem Schaubild sehen, ist einzigartig in der Geschichte der Weltwirtschaft. Das ist ein 20-prozentiger Einschlag im Bruttosozialprodukt
in wenigen Wochen Anfang des Jahres. 20% des Bruttosozialprodukts, wie viel ist das? Das beläuft sich auf ungefähr 16 Billionen Dollar. Das sind also 16.000 Milliarden Dollar. Das ist ein sehr großer Teil des Bruttosozialprodukts Europas, das ausfällt, und zwar schnell ausfällt, innerhalb von wenigen Wochen. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Wenn wir also über die Nachwirkungen von Covid reden, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, wie stark dieser Schlag war. Ich habe das ein bisschen polemisch karikaturhaft auf eine längerfristige Grafik übertragen. Die Götter der Statistik müssen mir verzeihen für das, was ich im Moment Ihnen zeige, nämlich das. Das sind natürlich Jahreszahlen für die gewöhnliche Grafik und das, was ich so handschriftlich reingezahlt habe. Das sind monatliche Daten, aber so groß ist dieser Ausschlag. Denn das Bruttosozialprodukt der Welt auf globaler Ebene bewegt sich normal relativ stetig. Sie sehen es zum Beispiel, Einschnitte wie 2018 kaum zu sehen. Und jetzt habe ich diesen Haken Ihnen da reingemacht und das ist die Größenordnung, die da auf einmal fehlte. Und damit hört es nicht auf. Das ist nur der Anfang der Achterbahn. Jetzt kommt es nochmal hart. 2021, also letztes Jahr, haben wir die schnellste Erholung in der Weltwirtschaft seit 50 Jahren erlebt. Das heißt also, Bruttosozialprodukt stieg weltweit schneller als jemals in den letzten 50 Jahren. Und was wir dieses Jahr erleben, meine Damen und Herren, ist die schnellste und die radikalste Entschleunigung der Weltwirtschaft seit den 30er Jahren. Also alle drei Bewegungen innerhalb von drei Jahren, 2020 der größte Einschlag, 2021 die größte Erholung, 2022 die schnellste, radikalste Entschleunigung, also Abbremsung der Wirtschaft, sind in der bisherigen Wirtschaftsgeschichte einmalig. Und aus diesem Grund war die Stimmung letzte Woche in Washington D.C., sagen wir mal, ein bisschen verwirrt. Im Oktober treffen sich normalerweise die Größen der Weltwirtschaftspolitik zu dem Herbsttreffen des IWFs und der World Bank. Und die Stimmung ist in diesem Jahr wirklich, man kann nicht sagen einmalig, man hat da viele Krisen mitgemacht, aber in einer Weise verwirrt und, glaube ich, desorientiert, wie wir es seit langem nicht erlebt haben. Und was ich heute Abend vorhabe, ist Ihnen gewisserweise eine touristische Führung durch die Innenwelt dieser wirtschaftspolitischen Elite letzte Woche zu geben. Das ist auf der einen Seite kulturelles Programm, es ist aber auch in gewisser Weise Geisterfahrt, die wir zusammen machen werden hier in diesem Moment. Die Grafiken, die ich Ihnen zeige, sind wirklich allerletzter Stand, also das, was jetzt das IWF letzte Woche publiziert hat. Und ich will damit methodologisch gewisserweise Ihnen diese Welt, wie sie in Washington letzte Woche aussah, ein bisschen näher bringen. Unter den Spooks, unter den Befürchtungen, unter den Ängsten im Moment steht an allererster Stelle, es wurde schon angesprochen, natürlich die globale Inflation. Und sie ist, wenn wir jetzt also diese Einmaligkeiten hintereinander aufreihen, Absturz, Erholung, Abbremsung, das vierte wirklich Eigenartige an der gegenwärtigen Situation und in gewisser Weise präzedenzlos, jedenfalls wenn wir die Brille der letzten 40 Jahre ansetzen. So etwas haben wir in den letzten 40 Jahren auch nicht erlebt. Und so schnell ging die Inflation auch in den 70er Jahren nicht hoch. Praktisch von 0 auf 10% pro Jahr innerhalb von wenigen Monaten. Im August 2021 in Jackson Hole, wo sich die Zentralbanker treffen, war die Diskussion immer noch über Lowflation Environments, also wirtschaftliche Situationen, in der es mit der Inflation nicht läuft. Die Zentralbanken Amerikas und Europa haben beide ihre Inflationsziele im August 2021 umgestellt auf ein Szenario einer permanenten niedrigen Inflation, und innerhalb von wenigen Monaten sehen wir uns mit dieser Situation konfrontiert. Nun, der große Spuk ist, dass wir uns tatsächlich zurückbewegen in die Zukunft. Der große Spuk ist, dass diese Inflation, die wir im Moment leben, eine klassische Inflation ist. Eine klassische Inflation ist eine Inflation, in der sich alle Variablen bewegen, alle Preise. Buchstäblich alle. Nicht absolut gleichförmig, das gab es noch nie, aber es müssen sich praktisch alle bewegen, denn sonst haben wir es mit etwas anderem zu tun, nämlich einer relativen Preisbewegung. Richtig
spukig wird, wenn der Preis der Arbeit sich bewegt. Das nennt man unter Volkswirten eine Lohnpreisspirale oder sekundäre Effekte. Das ist die euphemistischste Beschreibung dieser Situation. Aber eine Inflation ohne Lohnbewegung ist im Grunde gar keine Inflation, denn eine Inflation impliziert ja tatsächlich, und das sehen Sie in jedem vernünftigen ökonomischen Modell, dass sich alle Preise bewegen. Das ist die große Befürchtung, dass das eintreten könnte. Und das Beruhigendste in gewisser Weise, dass ich Ihnen heute Abend zeigen werde, ist vielleicht diese Grafik, die zeigt, dass das nicht eintritt. Was Europa erlebt, ist ein soziales Desaster, eine soziale Krise, weil die Reallöhne fallen. Aber was Europa im Moment nicht erlebt, ist eine Lohnpreisspirale. Und nicht mal in Amerika sehen wir Anzeichen davon. Da ziehen die Nominallöhne etwas höher, etwas schneller. Das hat mit der Arbeitsmarktsituation in Amerika nach Covid etwas zu tun. Aber selbst dort sehen wir keine volle Anpassung der Nominallöhne an die Preise. Das heißt, dort auch fallen die Reallöhne. Um uns das zu vergegenwärtigen, was eine Lohnpreisspirale tatsächlich aussehen würde, das wäre eine Forderung von IG Metall in Deutschland nach einer 12-prozentigen oder 13-prozentigen Nominallohnerhöhung. Das würde tatsächlich die Preise treiben. Davon sind wir sehr weit entfernt. Das Problem aber beschäftigt alle. Und das IWF, die Teams beim IWF haben sich an die Arbeit gesetzt und haben versucht, historisch rückblickend zu sehen, ja, wann war denn das letzte Mal, als dem es eine World Wage Price Spirale überhaupt gab? Und das Fazit ist ernüchternd, aber auch im produktiven Sinne ernüchternd, sie finden keine Belege dafür. Diese Vorstellung von der Lohnpreisspirale, die aus den 70er Jahren gewisserweise in den Gehirnwinden festsetzt, ist nicht ökonometrisch belegbar in systematischer Form. Es gibt einzelne Beispiele davon, aber wenn man das gesamte Spektrum von Erfahrungen mit höherer Inflation und Nominallohnanpassung ansieht, dann sehen Sie diese spiralenförmig sich anheizende Bewegung in den allerseltensten Fällen. Der Normalfall ist, dass die Inflation sich selbst zerfrisst, indem es die Reallöhne nach unten treibt. Und das ist tatsächlich die Diagnose des IWFs im Moment, dass die Inflation durch den Schlag, den die Reallöhne erleidet, gewisserweise sich selbst erlischt, weil die Nachfrage dadurch unter Druck gesetzt wird, die reale Kaufkraft sinkt und die Wirtschaft tendenziell eher in die andere Richtung treibt. Alles noch Musik der Zukunft, aber das im Moment die Diagnose des IWS. Wir haben es also bei dieser Inflation mit einer in gewisser Weise unbekannten Situation zu tun, einer historisch in dieser Form einmaligen Situation. Denn was wir in Europa vor allem erleben, ist ein angebotsseitiger Schock. Also der Schock kommt nicht primär von der Nachfrageseite, sondern überwältigend vor allem von der Angebotsseite. Es sind die bekannten Probleme, und das belegt auch das IWF, im Lebensmittelbereich und bei der Energie, die vor allem in Europa die Situation anheizen und antreiben. Das Problem also, an dem man sich wirklich das Kopf zerbricht, und das Stöhnen darüber hört man, wenn man genau hinhört, überall bei den Zentralbanken ist, wie reagieren wir darauf? Was sind unsere Mittel? Gibt es Mittel, damit umzugehen? Man kann natürlich anfangen mit Preisdeckeln, mit Subventionen, mit Preiskontrollen, aber das treibt uns in eine Richtung, die für die orthodoxe makroökonomische Politik, der ist das sehr unheimlich. Das sind Interventionen einer Art, wie wir sie seit langem nicht mehr gesehen haben. Man greift also zu dem altbewährten Mittel der Zentralbankpolitik und man greift zu den Zinsen. Das ist unter anderem dadurch potenziert, dass Amerika natürlich in der Geldpolitik das Sagen hat. Und in Amerika ist die Inflation im Moment anders als in Europa tatsächlich etwas breiter angelegt, sodass also eine konventionelle Begründung der Zinspolitik des Feds durchaus stichhaltig ist. Aber das Ergebnis davon, und jetzt sind wir, glaube ich, bei der fünften historischen Innovation unserer gegenwärtigen Situation, ist ein simultanes Anziehen, eine simultane restriktive Wende in der Geldpolitik weltweit, wie wir sie in der Geschichte des modernen Geldsystems, als zurückgehend auf die 70er Jahre, noch nie gesehen haben. Noch nie in diesem letzten halben Jahrhundert gab es eine Situation, in der Zentralbanken weltweit
gleichzeitig in dieser Form die Zinsen hochgezogen haben. Die einzigen Ausnahmen im Moment unter strategisch wichtigen Zentralbanken sind bekanntermaßen die People's Bank of China und die Bank of Japan. Also in Ostasien gibt es noch gewisserweise einen Hort der Geldstabilität. Sie kämpfen immer noch in gewisser Weise mit dem Deflationsproblem. Ich werde über China noch später etwas zu sagen haben. Aber im Rest der Welt ziehen wir an. Und das lässt die Sorge aufkommen, die in eine ganz andere Richtung hindeutet. Nicht in eine sich festsetzende und sich selbst treibende Inflation, sondern tendenziell eher das Gegenteil, dass wir schlafwandelnd uns in eine Rezession begeben. Die historische Größenordnung, glaube ich, dieses Shifts, nicht nur in der Geldpolitik, sondern auch in der Fiskalpolitik im gleichen Moment. Im Moment ist die Fiskalpolitik Amerikas besonders rezessiv. Der Fiskalschock, der in Amerika im Moment an die Wirtschaft geliefert wird, beläuft sich auf nicht ganz 4% des Bruttosozialproduktes, aber das ist wirklich eine herbe, restriktive Wendung in der Fiskalpolitik Amerikas. Das macht natürlich Rezessionsängste. Damit müssen wir ernsthaft rechnen. Und das ist nicht eine Zukunftsvision, das ist nicht eine Hypothese, sondern die Realität. Das ist nach der Berechnung des IWS der Anteil des globalen Bruttosozialproduktes oder das ist der Anteil von Ländern, berechnet nach dem Anteil am globalen Bruttosozialprodukt, die bereits in einem Zustand der Kontraktion sich befinden. Also etwas mehr als ein Drittel der Weltwirtschaft ist bereits in einer sich fortsetzenden Kontraktion und Rezessionssituation. Das kann man auch bildlich verdeutlichen. Worum es hier geht, ist die Fortsetzung der Erholung von Covid. Und das Risiko ist, dass diese Erholung, die sowieso schleppend hinter dem Prä-Covid-Trend hinterherhinkte, jetzt weiter nach unten abgebogen wird. Das kann man weiterhin beziffern. Und Sie kommen auf diese Zahlen. Das sind jetzt also Anteile am Bruttosozialprodukt, berechnet gegenüber dem Trend, den man vor Covid hätte erwarten können. Also wie weit fallen die Wirtschaften der Welt angesichts des Szenarios, das das IWF jetzt berechnet und angesichts dieser Rezessionsbedrohung, wie weit erwarten wir, dass die Volkswirtschaften der Welt hinter diesem Trend herhinken? Sie sehen es auf der linken Seite, bei den Schwellenländern sieht es ganz arg aus, sie fallen zum Teil 10% hinter dem Vorkrisentrend zurück. Bei den entwickelten Volkswirtschaften, AE hier, Advanced Economies, ist es etwas weniger schlimm, unter anderem aufgrund ihrer Fähigkeit, mit Fiskalpolitik auf die Krise zu reagieren. Auf die Weltwirtschaft berechnet sind es 5%. Und 5% des Bruttosozialproduktes weltweit sind ungefähr 4 Billionen Dollar. Das sind also 4.000 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr die Volkswirtschaft von Frankreich und Deutschland zusammengerechnet, die jetzt fehlt, aufgrund dieser zunehmend schleichenden Entwicklung weg vom Prä-Covid-Trend. Also die Einsätze sind sehr hoch. Obwohl wir bei Rezession nicht an die große Depression denken können, es geht hier nicht um einen allgemeinen Kollaps der Weltwirtschaft, ein Punkt, auf den ich zurückkommen möchte, sollte man sich nicht gewisserweise der Illusion hingeben, dass es hier nur ein Prozentsatz hier, ein Prozentpunkt dort, im Grunde rechnet sich sind das im Grunde nicht so große Zahlen. Nein, meine Damen und Herren, es geht hier um absolut riesige Größenordnung, weil wir es mit der Weltwirtschaft als Ganzes zu tun haben. Und das ist eigentlich nur der Anfang unserer Sorgen. Denn die Befürchtung, die kurzfristige Befürchtung, die Befürchtung, die wirklich tagtäglich die Menschen in den Finanzministerien, in den Zentralbanken und bei den Regulatoren beschäftigt, ist die Frage, ob die Weltwirtschaft das verträgt. Nicht in dem Sinne, dass sie jetzt gewisserweise erstickt wird durch die Geldpolitik, sondern dass etwas bricht. Something's going to break. Das ist die Frage, die man im englisch sprechenden Raum immer wieder stellt. Nicht, are we going to have a recession, sondern ob etwas zerbricht. Warum ist diese Frage zu akut? Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung des letzten Jahrzehnts. Seit 2008 betreiben die Zentralbanken der Welt, Sie werden es alle wissen, eine unkonventionelle Geldpolitik. Das heißt, sie pumpen Geld in die Wirtschaft durch Ankäufe von Assets.
Und was die gegenwärtige Politikrichtung bedeutet, ist ein radikaler Umschwung in dieser Politik. Die Frage ist also, was zerbricht, wenn man von diesen Prioritäten abgeht, die bisher bestimmend waren für die Geldpolitik. Es könnte sein, dass ein großes Finanzinstitut, sagen wir mal ein großes Finanzinstitut in der Schweiz, kaputt geht. Es könnte sein, dass eine mittelgroße europäische Volkswirtschaft in seinem staatlichen Anleihenmarkt, und wir reden nicht über Italien, Derivatprodukte hat, die im Moment eines rapiden Anstiegs beim Zins Margin Calls auslösen, der tatsächliche Albtraum jedes Spekulanten, weil dann auf einmal Kapital gefordert ist und dadurch in die Krise, in die Bredouille gerät. Aber was wirklich Sorgen macht, und das ist wirklich der große Albtraum, der 2020 im Raum stand, das ist wirklich bei unserer Geisterfahrt das Allerschlimmste, was ich Ihnen hier zeigen werde heute Abend, das ist dieser Markt hier. Das ist die Bid-Spread, also die Bid-Ask-Spreads innerhalb des amerikanischen Anleihemarktes, also das ist der ganz große Finanzmarkt. Das sind 24 Billionen amerikanische Dollar, die in US Treasuries stecken, also die Staatsanleihen des amerikanischen Staates. Das ist 10-mal größer als der Markt in London, der vor einigen Wochen weltweit für Chaos sorgte. 10-mal größer. Und es gibt beständige Anzeichen, die im Grunde seit 2019 nicht aufhören, dass dieser amerikanische Schatzanleihenmarkt nicht gut funktioniert. Sie können das an der mangelnden Liquidität sehen. Was Sie hier sehen, ist eine Spannung innerhalb dieses Marktes vom IWF vor letzter Woche festgehalten, die jetzt extremer ist als 2020. Das ist die Lücke zwischen den Angebotspreisen und den Nachfragepreisen. Und bei einem liquiden Markt darf diese Lücke nicht groß sein. Das Zeug muss schnell hin und her wechseln zwischen den Händen. Was Sie hier sehen, ist, dass diese Lücke größer und größer wird. Das heißt also, die aktive Nachfrage, ja, ich nehme Ihnen die Treasuries für den Preis ab, die fehlt. Und das ist sehr beunruhigend für einen Markt, der im Grunde die Grundpfeiler der globalen Liquidität sein muss. Das, wenn wir auf die Treasuries, ich hoffe, das ist für Sie eine Nachricht heute Abend, dass Sie nicht jeden Abend mit Albträumen zu Bett gehen und sich über die Treasuries Sorgen machen. Kommt es soweit, ist die gute Nachricht, dass wir wissen, wie wir damit umgehen. Die Antwort auf dieses Problem ist einfach, dass die Zentralbanken als Market Maker, als Last Resort einsteigen, das heißt in diesen Markt hineinsteigen und das die zu verkaufenden Treasuries aufkaufen. The bad news, die schlechten Nachrichten ist, dass wenn das die Zentralbanken machen müssen, sie in gewisser Weise eine Kehrtwende in ihrer Politik betreiben und dadurch die Glaubwürdigkeit ganz fundamental geschädigt wird. Und die wirkliche Bad News ist, dass die britische Bank of England buchstäblich heute genau diese Kehrtwende vollzogen hat. Das heißt, die auflösende Kohärenz der Zentralbankpolitik ist Teil des Phänomens der Krise, in der wir uns befinden. Und Bank of England hin und her ist im Grunde letztendlich für die Weltwirtschaft nicht wesentlich, aber alle erinnern sich an den Moment Anfang 2019, wo die Fed das letzte Mal, als sie versucht haben, die Zinsen aufzurufen, genau auch diese Kehrtwende haben vollziehen müssen. Und das lauert im Hintergrund. Und wir sind nicht mehr in 2019, weil sehen Sie sich die Fed-Bilanz an, die ist rund doppelt so groß wie 2019, weil die Anleiheankäufe 2020 so riesig waren. Macht sich gar keine Vorstellung davon, wie viel größer die unkonventionelle Politik 2020 war, als die 2008 gewesen ist. Ben Bernanke hat nur Anfängerschritte gemacht. Jerome Powell ist the real deal und er hat die Welt der Zentralbanken auf den Kopf gestellt. Und das ist gewisserweise die technische Krise, die ausgelöst werden könnte. Wo es wirklich handfest wird, hat nicht mit dem US-Treasury-Markt zu tun. Der große Krisenauslöser weltweit, nicht nur 2008, sondern in der Geschichte, ist natürlich der Immobilienmarkt. Es ist kaum übertrieben zu sagen, dass der Weltkonjunkturzyklus der Immobilienzyklus ist. Wenn Sie zurückgehen ins 19. Jahrhundert, ist das 1:1 abbildbar. Die Entwicklungsgeschichte der Welt ist eine Immobilienentwicklungsgeschichte. Und das ist natürlich bis in die Gegenwart der Fall, und zwar in der allerdramatischsten denkbaren Form, nämlich in China. China hat seit den 90er Jahren den größten Entwicklungsspurt ohne Beispiel wirklich hingelegt, den wir bisher jemals gesehen haben. Und das wirklich Atemberaubende an der gegenwärtigen Situation ist, dass Beijing im letzten Frühjahr bewusst sich entschieden hat, diese Blase platzen zu lassen.
sodass wir über die Spannung, die im Weltfinanzsystem bereits bestehen, aufgrund dieses Anhebens der Zinsen zu tun haben, mit den unvorhergesehenen Konsequenzen einer bewussten Politik, die von Beijing im Frühjahr 2021 eingeleitet worden ist, die jemals größte, wirklich jemals dagewesene Immobilienblase bewusst platzen zu lassen. Und womit Beijing spielt, was das Risiko, auf dem sie sich eingelassen haben, die Hybris geradezu auf chinesischer Seite ist, die Behauptung, und dass sie tatsächlich alle Teile dieses Systems fangen können, wenn sie anfangen zu purzeln. Das ist tatsächlich das Unterfangen, auf dem sich Beijing eingelassen hat. Wir sind in dieser Hinsicht in einer sehr radikalen Situation. Das ist keine Frage nur für Beijing und für China und für Xis Regime, denn der große Antreiber für die chinesische Nachfrage nach Rohstoffen für Stahl und Beton war nicht der Export. Das ist eine eurozentrische Vorstellung, dass wir gewisserweise nach wie vor der treibende Faktor in der chinesischen Entwicklung ist. Geht wirklich an der Realität vorbei. Der Haupttreiber in der chinesischen Entwicklung in den letzten 20 Jahren ist diese nach innen gewendete, von Immobilien geführte Dynamik. Und die ist jetzt von Beijing bewusst in Frage gestellt worden. Und das wird einen Effekt. Sie sehen das in allen Rohstoffmärkten der Welt, wie sich das ausschlägt im Moment. Und das trägt ganz erheblich zum Rezessionsrisiko bei. Ein Thema, das viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit verlangt, als es von uns im Westen bekommt. Darüber hinaus werden Schlagzeilen machen die Schwellen- und Entwicklungsländer. Wenn im globalen Wirtschaftssystem die Zinsen so ansteigen, wie sie es im Moment tun, und wir haben im Grunde dafür keine Erfahrung, dass gleichzeitig alle Zinsen so hoch gehen, wie sie es im Moment tun, aber hypothetisch muss man befürchten, dass die schwächsten Länder, die zerbrechlichsten Glieder des Weltwirtschaftssystems, natürlich unter maximalem Druck geraten. Und das sehen Sie auch in dieser Statistik, das ist hier die Spread-Statistik, ganz oben die blau-grünen Linien, so die sogenannten Frontier Markets, das sind die afrikanischen Entwicklungsländer, die sich in den letzten Jahrzehnten in privaten Märkten Geld geborgt haben. Sie sehen im Panel in der Mitte das Ausmaß des Risikos hier, das immer mehr gestiegen ist aufgrund der Neuverschuldung dieser Länder in den 2000er und Jahren nach 2010. Und links sehen Sie, das, was im Grunde am allermeisten Sorgen machen muss, ist nämlich, dass nicht nur, dass diese Schwellenländer und Entwicklungsländer und die Frontier Markets höhere Zinsen bezahlen, sondern dass sie überhaupt nicht mehr zu Kredite kommen. Was sie im Moment erleben, ist ein Sudden Stop. Das ist also der quantitative Schrumpfung aller Kreditquellen, sei es von China, sei es vom Westen auskommt. Auf einmal kommen sie nicht zu einem Kredit. Und das zusammen, das Anziehen der Zinsen und das Ende von neuen Anleihen, ist wirklich eine Formel für Krisen. Wir haben in Sri Lanka bereits gesehen, wie ernsthaft es werden kann. Sri Lanka ist ein Extrembeispiel, aber es wird sich fortsetzen. Die Frage ist, und das verzeihen Sie, diese zynische Frage ist, und das ist die Frage, die aber auch beim IWF gestellt wird, muss sich jemand darum scheren? Denn die Frage ist natürlich, wie groß sind diese Länder? Und Teil der Krisenprognose ist, dass sie unter anderem entbrennend werden, weil man sie brennen lassen kann. Man kann sie brennen lassen, weil sie nicht zu they're not too big to fail. Das sind Länder wie Sri Lanka, wo es tatsächlich geopolitische Einsätze gibt, aber es gibt keinen zwingenden Grund, dort im Voraus zu intervenieren. Sie sehen das an den Größenordnungen. Die gestressten, also durch Schulden gestressten ärmsten Länder der Welt, entsprechen einer mittelgroßen europäischen Volkswirtschaft. Ein solches Teil kann ausfallen, ohne dass systematischen Schaden erlitten wird. Ich sage das nicht zynisch so sehr wie diagnostisch. Das heißt also, diese Krisen werden geschehen. Denn Krisen in dieser Größenordnung werden einfach gemanagt werden. Niemand wird im Voraus da in größerem Maße einsteigen. Wie schlimm kann es kommen? Wenn man diese IWF-Berichte liest, ist eines der beglückenden Aspekte davon, dass sie vor keiner Frage zurückschrecken. Wenn Sie wissen wollen, wie schlimm es kommen wird, dann berechnen Sie es einem durch. Im Rahmen ihrer Modelle. Und sie stecken das ab. Es gibt keinen Grund zur quantitativen Unsicherheit. Das IWF hat versucht zu bestimmen, was das Schlimmste sein könnte.
Also das mittlere Szenario, das sehen Sie, das ist der rote Faden, der links durch diese schöne, durch diesen schönen Fächer durchgeführt ist. Das liegt in der Mitte, das hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Das ist eine Entschleunigung des Wirtschaftswachstums um 50%. Das ist sehr, sehr gravierend. Das ist also diese massiv schnelle Entschleunigung. Das Worst-Case-Szenario, das ist die gelbe Linie. Das ist also, wenn einiges schiefläuft innerhalb der Parameter. Und die Parameter, die das IWF in diesem Modell berücksichtigt hat, sehen Sie auf der rechten Seite. Also höhere Ölpreise, eine nicht gemeisterte Krise in China, das ist alles mit drin. Dann kommen Sie auf einen Einbruch im Weltwirtschaftswachstum auf 1%. Die Weltwirtschaft wächst noch, aber nur noch um 1%. Warum ist das ein Desaster? Weil das Weltbevölkerungswachstum bei 1% liegt. Das heißt also, es wäre ein Stillstand in der weltwirtschaftlichen Entwicklung, es wäre ein Knick, nicht ein ständiges Aufsteigen, das wäre ein Bruch in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Das Problem ist natürlich, dass das IWF in diesen Modellen, diesen schönen Modellen mit dieser wunderbaren Sicherheit, die sie uns geben und diesen hübschen Bildern, alles Mögliche nicht mit drin hat und kann es auch nicht mit drin haben. Es ist jetzt keine banale Kritik an Modellen angesagt, die mir zum Teil vorgeworfen wird aus hoher Stelle. Das ist nicht der Punkt, aber es ist klar, dass in diesen Modellberechnungen alles Mögliche nicht drin ist. Also werde ich jetzt in den nächsten paar Minuten ein paar dieser Möglichkeiten etwas ausloten. Was könnte nicht drin sein? Ich werde den Krieg, weil wir in Europa sind und man muss ja nur einen Abend lang europäisches Fernsehen sehen, um zu wissen, dass der Krieg hier immer und überall präsent ist, in jeder Form. Ich werde zum Krieg selbst wenig dazu sagen, aber es ist offensichtlich der Fall, dass eine atomare Eskalation zwischen Ukraine und Russland für die Weltwirtschaft schwerwiegende Konsequenzen haben würde. Lassen wir das einfach mal beiseite. Überlegen wir und reden wir mal kurz stattdessen über das Szenario ein, was ich hier einen Prellschuss nenne. Stellen wir uns vor, dass die Europäer die Gaskrise im kommenden Winter meistern. Stellen wir uns vor, das Beste geschieht für Deutschland und Europa. Man kommt durch diese Energiekrise. Klammern wir mal aus, ob das nächstes Jahr auch noch weitergeht. Stellen wir uns vor, man kommt einfach durch dieses erste Jahr. Man jubelt in Europa und für Asien wird es ein absolutes Desaster. Das ist das, was ich mit einem Prellschuss meine. Nicht für die Koreaner und die Chinesen und die Japaner, vor denen sollten die Europäer Angst haben. Die brauchen auch das LNG, die sind kaufkraftkräftig, die gehen rein. Das ist ihr Markt, in dem wir jetzt ein bisschen handeln. Sie haben den LNG-Markt geschaffen, sie haben langfristige Verträge und gute Verhältnisse zu den Lieferanten. Über die muss man sich keine Sorgen machen, aber über Pakistan und Bangladesch sollte man sich tatsächlich Sorgen machen. Warum diese beiden? Weil sie sich in den letzten 10 Jahren auf LNG eingelassen haben, Zukunftsenergie, nicht Kohle, alles gut und sehr, sehr billig seit 2014 und dem gefrackten Gas. Auf einmal kommen sie nicht mehr an Ladung. Selbst Indien kann nicht mehr LNG landen. Nun, Pakistan und Bangladesch, Pakistan ist Basket Case, Bangladesch ist eines der großen Erfolgsgeschichten der letzten 20 Jahre, also symbolkräftig ungeheuer wichtig. Wenn Bangladesch die Lichter ausgehen, dann ist es mit einer bestimmten Erfolgsgeschichte der Globalisierung vorbei. Und das wissen die Bangladeschis auch. Aber vor allem muss man einfach berücksichtigen, wie groß diese Länder sind. Bevölkerung von Pakistan und Bangladesch zusammengerechnet 385 Millionen Menschen. Das ist ein Großteil der europäischen Bevölkerung in nur diesen zwei Schwellenländern. Jetzt rechnen Sie das hoch auf die Erfolgsstories der ganzen Welt. Denn diese Energiekrise trifft die Erfolgsstories. Denn die wirklich unterentwickelten Länder, die importieren kein LNG. Es sind gerade die Schwellenländer, die über die Schwelle getreten sind, die jetzt im Fadenkreuz sind. Denen wird das alles hart treffen. Wenn wir bei Energie sind, müssen wir ganz kurz zumindest über Russland reden. Anfang des Ukraine-Konfliktes hieß es ja, okay, und von wichtiger Stelle aus, Larry Fink ist ja nicht jemand, der sich für solche Sprüche sonst hergibt, das ist der Boss von BlackRock, das ist ein bedachter Mann, er muss sich überlegen, was er sagt, aber Anfang des Krieges ganz klar, Putin bedeutet Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen. Vielleicht hätte er eher sagen sollen, dass es mit der Globalisierung jetzt erst richtig gefährlich wird.
Denn was tatsächlich passiert im Rahmen dieses Krieges, ist eine Aussortierung der verschiedenen Mächtegruppen und eine wirklich bahnbrechende neue Solidarisierung zwischen Russland und Saudi. Nun, das sind beides zynische Akteure, keine Ahnung, wie lange das hält, aber die Tatsache, dass Saudi sich auf dieses Deal eingelassen hat, ist an sich für die amerikanische Politik ein ungeheuer schwerer Schlag. Wenn Sie Zeit in Washington verbringen, werden Sie ernsthafte Menschen finden, die fest überzeugt sind, dass MBS und Putin einen Plan haben, Trump wieder ins Weiße Haus zu setzen und dass das der Anfang dieser Planung ist, nämlich Bidens Midterm-Wahlchancen zu entgleisen. Das ist also wirklich Allgemeinplatz unter sehr, sehr vernünftigen Demokraten, also eine massive politisierte Leseart dieser strategischen Entscheidung zwischen Saudi und Russland. Und das sagt uns etwas über die die globale Wirtschaft im Moment. Es ist ein Kräftespiel der Politik, wie wir buchstäblich seit den 30er Jahren in dieser Form noch nicht erlebt haben. Man sollte sich aber nicht vorstellen, dass die Bedrohung für die Weltwirtschaft, wie wir sie kennen, und darauf laufe ich im in diesem Teil meiner Ansprache ein bisschen heraus, Weltwirtschaft, was ist Weltwirtschaft, was ist ihre Zukunft? Man sollte sich nicht vorstellen, dass die Bedrohung für die Weltwirtschaft, wie wir sie kennen, nur von den Bösewichten ausgeht. Das ist so ein bisschen die liberale Tendenz. Klar, Putin mit seinem Krieg, China und Saudi sind die üblichen Konsorten. Natürlich bedrohen sie die Weltwirtschaft, die liberale Weltordnung, pipapo. Aber dann schauen Sie mal nach Washington und was Washington in den letzten Wochen verlautbaren lassen. Die Chip-Sanktionen, die Washington in letzter Zeit gegen China verhängt hat, sind nach meinen Begriffen jedenfalls, eine mehr oder weniger offene Deklarierung eines Wirtschaftskrieges gegen Xis Regime. Washington versucht mit diesen Maßnahmen die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung Chinas zu deckeln im zentralen Bereich der Industriepolitik. Das ist ein absolut massiver Souveränitätseingriff und wird betrieben mit Hochdruck auf alle alliierten Staaten Amerikas weltweit, unter anderem auch in Europa, in den Niederlanden vor allem, aber vor allem in Ostasien, in Südkorea, in Japan und Taiwan. Und man mag darüber denken und urteilen, wie man will. Es gibt natürlich gute Argumente für diese Politik, aber man sollte sich in der Beurteilung der Waage der Weltwirtschaft im Klaren darüber sein, was das für einen Schritt ist. Das ist mein Punkt. Ich will nicht mit dieser strategischen Einschätzung der Amerikaner das verurteilen. Das geschieht sehr schnell. Wenn man feststellt, dass die Amerikaner strategische Intentionen haben, kommt man schlecht immer sofort gewisserweise auf eine Verurteilung. Nee, das ist nicht der Punkt. Aber wir sollten klar sein, dass wir damit gewisse Fundamente der Weltwirtschaft, wie wir sie seit den 90er Jahren kennen, ausreißen. Ganz bewusst ausreißen. Und zwar von unserer Seite her. Weil die Amerikaner im Moment keine Alternative sehen. Weil sie sonst wirklich befürchten, von China in kritischen Bereichen überholt zu werden. Und ich habe noch gar nicht gesprochen von den wirklich Tail Risk, Out There Faktoren, die wir mittlerweile gar nicht mehr als Tail Risks aus Außenseiterrisiken behandeln können. Denken Sie über Klimawandel nach. Wo macht sich das bemerkbar? Mittlerweile überall, buchstäblich überall. Diese Geschichte wird Ihnen in Europa hinlänglich bekannt sein. Das neueste Problem ist das Mississippi. Dem Mississippi fehlt Wasser. Ich meine, da muss man ein bisschen mit sitzen mit diesem Gedanken. Im Mississippi-Fluss fehlt es in Wasser. Und wenn im Mississippi-Fluss das Wasser fehlt, dann bricht die Hauptader des amerikanischen Außenhandels in den großen Commodity-Bereichen zusammen. Die Stickstoffe, das Düngemittel und das Korn, der Weizen, wird über diesen Fluss verschifft. Das ist nicht der Rhein, das ist eine absolut fundamentale Ader. Das Soja, die gesamte Commodity-Geschichte der Welt dreht sich um diesen Fluss und ihm fehlt Wasser aufgrund einer nun jahrelang anhaltenden Dürre in der Mitte Amerikas. Und ja, wer möchte noch von der Pandemie reden? Aber wie können wir nicht von der Pandemie reden? In der letzten Woche sind die Krankenhauszahlen in Deutschland um 25% gestiegen, in einer Woche. Nun, das ist uns alles hinlänglich lästig. Niemand will über Varianten und Impfstoffe reden. Aber das ist die Realität im größten Nachbarland der Schweiz im Moment. Ein 25-prozentiger Anstieg. Wir wissen nicht, was daher kommt. Und seit Jahren muss das IWF alle seine makroökonomischen Vorhersagen unter der Kontingenz dieser Situation stellen. Einer wiederum noch nie dagewesenen Situation in dieser Form. Ein Virus stellt
das Wachstum der Weltwirtschaft immer noch in Frage. Darüber sollten wir uns keine Illusionen hingeben. Kein Wunder vielleicht, dass Larry Summers, und ich werde mit Larry Summers enden, weil mit Larry Summers zu enden, ist angesichts unseres Themas heute Abend einfach angebracht. Er ist natürlich die große Koryphäe der amerikanischen, nicht der akademischen Volkswirtschaftslehre, sondern der amerikanischen Wirtschaftspolitik, ehemaliger Schatzamtssekretär in der Clinton-Administration, also zu Hochzeiten der glamourösen, unipolaren Welt, in der er und Rubin die Welt bestritten. Und Larry Summers ist nicht zufrieden. Larry Summers macht sich Angst. Larry Summers in einem Bericht von der Washington Post meinte: "This is the most complex, disparate and cross-cutting set of challenges that I can remember in the 40 years I've been paying attention to such things." Als Historiker denkt man, Larry, du musst dich ein bisschen anstrengen. Die Geschichte geht über deine Lebenszeit hinaus. Also könnten wir es durchaus verlängern, aber lassen wir den Punkt bleiben. Besonders, weil er mich dann zitiert. Das Peinliche ist, dass Larry Summers seine Sicht der Welt mittlerweile durchaus beeinflusst durch einen gewissen Professor Tooze in die Welt. Und dieser Begriff, dieser Polykrisenbegriff, den ich bei Jean-Claude Juncker abgeschaut habe, den er sich wiederum bei Edgar Morin geliehen hat, findet nun Eingang in Larry Summers Einschätzung. Man ist natürlich geschmeichelt auf der einen Seite, aber auf der einen Seite macht es einem einfach auch baff, denn Larry scheint gewisserweise den Punkt nicht ganz richtig verstanden zu haben. Denn der Punkt an der Polykrise ist ja nicht, dass er unmittelbar neu ist. Also Juncker hat ihn schon 14, 15 zum Ansatz gebracht. Da war Larry Summers wirklich noch sehr aktiv an der Politik beteiligt. Und ich würde urteilen, dass die Polykrise, wie wir sie jetzt kennen, zurückgeht auf 2008. Erinnern Sie sich, was da alles los war? Finanzkrise, Georgienkrieg, also Putins erste Strafexpedition, Scheitern der Doha-Runde des WTOs, also Ankündigung des Ende der Easy Wins in der Handelspolitik, Scheitern der Klimakonferenz in Kopenhagen im folgenden Jahr, Sarah Palins Nominierung als John McCains Running Mate, also dass die Tür, die sich öffnet zu Trump, und dann, erinnern wir uns, Schweinegrippe. Alles war da, die gesamte Palette, und wo war Larry Summers? In der Obama-Administration in diesem Moment. Also wenn wir uns einig sind, dass wir in einer Polykrise sind, dann müssen wir uns einig sein, dass sie nicht erst jetzt beginnt, sondern mindestens seit 13, 14 Jahren brennt. Ich würde sogar, und jetzt setze ich mal ganz kurz meinen historischen Hut auf, behaupten, dass diese Krise eingeordnet werden kann, unsere gegenwärtige Lage, in eine Reihe von historischen Brüchen. Das sind alles berühmte Damen, die kennen Sie alle, und ungefähr auf dieser Ebene angesiedelt werden muss. Und das wirklich Bestechende und das wirklich Atemberaubende an der gegenwärtigen Situation ist, dass ein Ende nicht abzusehen ist. Nun habe ich im letzten Satz meines Buches Lockdown den englischen, etwas saloppen englischen Begriff bemüht: We ain't seen nothing yet. Das wurde dann in der deutschen Übersetzung einfach auf Englisch stehen lassen. Aber beim Interview mit meinen sehr netten Kollegen vom ZDF fiel mir dann eine viel bessere deutsche Übersetzung an, nämlich, ja, das, worauf wir uns vorbereiten müssen, ist, dass es noch härter kommt. Das ist, glaube ich, das Fazit wirklich an der gegenwärtigen Lage. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass wir einen Ausweg wissen aus der gegenwärtigen Lage. Ich sehe die Zeit, ich weiß, ich drohe etwas zu überziehen und ich will das nicht tun. Ich werde also hier in diesem Moment anhalten und Ihnen wirklich nur einen weiteren Gedanken auf den Weg geben. Die Frage ist natürlich angesichts dieser Diagnose, was können wir tun? Was können wir tun? Und die Antwort darauf, und ich habe noch ein paar Slides, die das ausschildern, ist natürlich, dass man sich alles Mögliche einfallen lassen kann. Man kann denken darüber, über eine Koordinierung der Geldpolitik. Man könnte über eine innovative transatlantische Industriepolitik in Sachen Klimakrise nachdenken. Man könnte den Rahmen der internationalen Schuldenpolitik verändern, so dass die ärmeren Länder der Welt eine Chance hätten, zu Schuldenrestrukturierungen zu kommen, die ihrer Situation entsprechen würde. Und man kann nicht behaupten, dass uns diese Problemlagen
nicht bewusst sind. Für alle diese Problemlagen gibt es Diagnosen, für alle diese Problemlagen gibt es Lösungen und Vorstellungen darüber. Das Problem ist, immer wieder, das Problem ist die Umsetzung, die Mobilisierung von Koalitionen, die solche Reformprojekte möglich machen. Und die Lage, man muss das nüchtern feststellen, wenn wir auf die Geschichte dieser Polykrise bis 2008 zurücksehen, ist nicht ein totales Scheitern. Man könnte zum Beispiel an Basel III, Basel IV denken, es hat die Banken tatsächlich sicherer gemacht. Aber es ist ein ungeheuer bescheideneres Reformergebnis, was wir bisher in der Geschichte der letzten 12 bis 13 Jahre sehen. Und das macht immer prägnanter, immer schmerzvoller, denke ich, immer illegitimer die Tatsache, dass unsere Diagnose und unsere Diagnosefähigkeit wirklich nicht das Problem ist. Wir wissen, was die Probleme sind und wir packen sie nicht an. Immanuel Kant ist in der Einführung bemüht worden und ich will mich auch auf Kant bemühen. In seinem Aufsatz zur Aufklärung definierte er ja die Aufklärung als Projekt, als Herausforderung. Und das, worum es ihm ging, war ja die Überwindung der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und es ist sehr schwer, meine Damen und Herren, heute Abend angesichts der Situation, in der wir uns befinden, nicht diagnostisch festzustellen, dass wir uns gerade in einer solchen Situation befinden, der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und wenn Kant etwas hoch hergeholt ist, dann könnte man auch mit dem deutschen Soziologen Ulrich Beck in den 80er Jahren reden, der meinte, dass wir die Realität unserer Situation ist nicht mangelnde Krisendiagnose, wir sind darüber weit hinaus, sondern die organisierte Verantwortungslosigkeit. Und das trifft, glaube ich, auch den Kern unserer gegenwärtigen Situation angesichts der Diagnose, die nicht in keiner Weise von mir originell ist, sondern von Larry Summers und IWF und alles andere, alles, was ich Ihnen heute gesagt habe, ist Allgemeinplatz. Aber die Energie, die da sein sollte, und ich bemühe als letztes Slide dann doch nochmal Larry Summers, ist hier. Sie ist einfach nicht da. Wo ist die Reformenergie, die eigentlich angesichts dieser Situation gefragt wäre? Damit beende ich ihn und lasse ihn mit dieser Frage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz erstaunliches Referat, ganz erstaunlicher Applaus. Es war ungeheuer brillant, detailreich, kenntnisreich sowieso und in einem Ausmaß zuversichtlich, dass wir jetzt eigentlich wirklich nicht mehr wissen, wie wir noch schlafen sollen. Lieber Herr Thus, ich muss sagen, Jerome Powell war am SIAF, Ulrich Beck war noch vorher am SIAF. Das ist die aufsteigende Linie und jetzt kommen Sie. Das wird eigentlich immer optimistischer. Jetzt ist natürlich tatsächlich die Frage, wie es weitergehen soll. Sie haben zwei, drei Themen angeschnitten, aber es ist ja auch so, dass die Disruption im Politischen immer größer wird. Also wir können gar nicht darauf vertrauen, dass die wichtigen, die großen Akteure noch irgendwelche Gemeinsamkeiten an den Tag legen, es sei denn, die Not ist so groß, dass man förmlich dazu getrieben wird, aber so sieht es ja im Moment nicht aus. Ich denke jetzt an den Antagonismus zwischen China und Amerika. China ist ja eigentlich der Elefant im Raum, auch wenn es für die Amerikaner um Russland geht. Ja. Also, wie sehen Sie das? Nee, ich meine, man sollte nicht überzynisch sein, es ist klar. Und es gibt auch historische Belege dafür. Ich meine, Amerika ist involviert in Osteuropa, davon macht man sich in Westeuropa zu wenig ein Bild. Vor allem die Deutschen verstehen das nicht wirklich. Polen ist für Amerika Herzenssache in einer Form, die Deutschland jetzt nicht mehr ist. Deutschland war mal Amerikas Herzenssache, Polen ist es wirklich. Und in diesem Sinne ist der amerikanische Einsatz in der Ukraine nicht ganz fremdbestimmt. Aber von der strategischen Perspektive her ist ganz klar, glaube ich, dass die Amerika nicht dieses Risikoprogramm fahren würden.
wenn nicht zwei Sachen eingetreten würden, beide waren Anfang des Jahres sehr unsicher. A, dass Putin angreift. Und Plan A, wenn Putin angreift, war, dass man Zelensky rausfliegt. Weil man natürlich davon ausgegangen ist, dass Ukraine kollabiert. Und dann geht es darum, einen Rückzug zu machen. Und dann macht man Sanktionen nach dem Muster mit dem Krim 2014. Genau, hat man alles schon gesehen. Und das ist gewisserweise eine Verrechtlichung, weil der Täter, die Tat kann nicht verhindert werden, sondern man muss nachträglich mit den Mitteln des internationalen Rechts, insofern Amerika sich dessen bemühen kann, nachträglich Russland abstrafen kann. Das ist natürlich nicht unsere Situation. Die Ukrainer haben es aufgrund ihres Widerstandes und der Inkompetenz der Russen in einen Krieg verwandelt. Sie haben es in die Hand genommen. Und dadurch die Geschichte gewendet. Man muss wirklich, also wenn man ein Beispiel braucht des Widerstandes in der Geschichte und welche generative Rolle es spielen kann, es gibt kein besseres Beispiel in der neueren Zeit als das, was die Ukrainer hingelegt haben. Und das ist auch bewundernswert. Ja, absolut, aber verwirrend, vollkommen verwirrend. Ja. Vollkommen für die Strategen, vollkommen verwirrend. Ja. Und vermutlich saß man für einige Tage in Washington und dachte, oh Scheiße, was machen wir jetzt? Das war nicht Plan A. Plan A wäre Rückzug. Plan B ist okay, lassen wir uns darauf ein. Es ist ein Riesenwagnis, denn die Amerikaner sind smart. Sie sind das Erbe des Kalten Krieges. Die amerikanischen Militärs vor allem verstehen die atomare Bedrohung. Sie nehmen sie sehr ernst. Sie müssen ja letztendlich auch auf den Knopf drücken. Sie werden die Welt killen, die amerikanischen Militärs. Sie wissen das. Also wirklich, das geht tief bei denen. Nicht jetzt bei den Special Operators und so, aber bei den Leuten, die wirklich große Strategie machen. Sie haben ein enormes Verantwortungsbewusstsein. Und angesichts dessen, diese Eskalation zu betreiben, wie sie getreiben, das kann nur aus sehr gewichtigen Gründen erfolgen. Und der gewichtige Grund, der schlagende Grund für allen in Amerika im Moment ist China. Genau. Denn Russland ist keine historische Herausforderung. Es ist eine Tankstelle mit atomaren Waffen. Aber China, obwohl man es nicht so richtig wahrhaben will, aber davon macht man sich auch in Europa kein Bild. China ist überall in Amerika. Ich unterrichte an einer Uni, die ohne Chinesen nicht denkbar ist. Und ich sitze in der Ostküste. Stellen Sie sich mal vor, wie das an der Westküste ist. Selbst an der Ostküste empfindet man sich als pazifisch. Und im guten Sinne, das ist ja nur zu begrüßen, das sind brillante, hart arbeitende, wunderbare Menschen. Ja, die haben hohe Arbeitsmoral, nicht? Ja, aber die Verquickung ist ungeheuer eng und das ist für die Amerikaner sehr, sehr beunruhigend. Und das ist das Alpha und Omega ja ihrer Strategie. Ja, am Amboss der Ukraine, wie sagt man das? Auf dem ukrainischen Amboss Russland zu zerbrechen, sodass man gewisserweise dann einen Grad der Freiheit gegenüber China gewinnt. Let's see what happens, ja. Und das ist tatsächlich, ich meine, das ist für die Amerikaner einfach gesagt, wovon sich aber die Europäer zu wenig ein Bild machen, glaube ich, ist, dass das keine regionale Strategie seitens Washingtons impliziert. Wir sind nicht 1945, nicht 1960, nicht 1989. Ganz andere Szene. Und niemand in Europa sollte davon ausgehen, dass von Washington aus eine Friedensordnung kommt. Washington hat ein Ziel, Russland zu brechen, um atomaren Krieg zu verhindern und sonst nichts. Und das Gleiche ist, das Dilemma also für die Europäer ist riesig, genau wie das Dilemma auch für die Südkorea, Taiwan und Japan riesig ist, weil auch dort die amerikanische Politik bilateral auf China bezogen ist und alles andere wird instrumentalisiert. Das sind Funktionen, genau. Ja. So, jetzt wollen wir aber die Diskussion ins Auditorium öffnen, meine Damen und Herren. Das ist eine einmalige Gelegenheit, sie kommt nicht so schnell wieder. Professor Kohler ist bereits in den Startlöchern. Bitte sehr. Es kommt ein Mikrofon. So ein bisschen wie an einer Bar hier. Ja, ja, das haben wir absichtlich so gemacht. Ja. Wir bräuchten Getränke. Ja, das kommt nachher. Naja, man kann jetzt lange diskutieren. Also wenn man es zusammenfasst, Business as usual ist vorbei. Business as usual ist vorbei. Ja. Man kann nicht mehr extrapolieren. Nee. Jetzt eine Frage, die ich habe, ist natürlich sehr eindrucksvoll, wie Sie da eine Krise nach der anderen aufzählen. Die Frage ist, sind die alle wirklich engstens miteinander verknüpft? Sie haben das so ein bisschen suggeriert, dann kann man nur in die Hosen machen. Aber wenn man Krisen studiert, muss man ja sagen, kann man nicht die einzelnen für sich lösen. Also das ist die eine Frage. Und ein Beispiel dafür, natürlich ist die Immobilienkrise in China außerordentlich gefährlich, aber das, manchmal ist man ja zynisch, wenn man realpolitisch überlegt,
diese Krise findet statt in einem institutionellen Rahmen, wo man dem Staat oder wie auch immer zutrauen kann, das mehr oder weniger im Griff zu behalten. Das ist die Frage. Ähnlich, Sie waren nicht zynisch, aber haben es ein bisschen andeuten lassen mit den schwächsten Staaten, die kann man sozusagen zugrunde gehen lassen oder das wird sich selber wieder ausregulieren. Also die, gibt noch viele andere Dinge, das ist mir noch eingefallen. Ich meine, Putin und der IBS, das ist nicht ein besonders gutes Gespann. Putin ist mehr oder weniger unterm Amboss, haben Sie gerade vorhin gesagt. Und zweitens, wenn möglicherweise die Krise kommt, die Nachfrage nach Energie und Öl zusammenbricht, dann ist die Sache auch nicht mehr so heiß. Also ich plädiere dafür, das im Einzelnen anzuschauen, dann ist es etwas heiterer. Ja, in der Tat, also eine editoriale Entscheidung, die ich machen musste heute Abend, ist, ob ich das Polykrisenbild mitbringe oder nicht. Einige Zuschauer und Zuhörer im Rahmen werden vielleicht wissen, dass ich seit Anfang des Jahres mich damit vergnüge, sogenannte Krisenbilder zu malen, in denen ich genau diese Verquickung nachzeichne und versuche, genau wie Sie, also man wird ja ungeduldig, wenn man das da einfach auflistet. Das ist ja auch an der Heterogenität dieser Phänomene, das ist zutiefst unbefriedigend intellektueller Art. Also man sehnt sich nach einem Monismus, wo man sagen kann, Krise des späten Kapitalismus ist es oder was weiß ich, russischer Aufstieg nach Tim Snyders Art oder so. Also man will eine geradlinige Erklärung reinbekommen. Ich glaube, das ist ein Fehler, aber man kann an Ihrer Frage, was ist mit wem verbunden und zu welchem Grad, also die quantitative Abwägung, daran sollten wir nicht vorbeigehen. Man kann unter anderem zum Beispiel Kreisläufe bestimmen. Und eine Möglichkeit, gewisserweise die Situation Sri Lankas zu beschreiben, ist, dass alles auf Sri Lanka einschlägt, aber Sri Lanka auf praktisch niemand anderen. Sodass gewisserweise es eine Einwegfunktion ist. Und wenn Sie gewisserweise in solchen Diagrammen diese Machtverhältnisse festmachen wollen, dann sieht man das sehr schön an diesen Verbindungen. Ich kann Ihnen das schicken, e-mailen Sie mir, das ist mittlerweile eine kleine Cottage-Industry, das setzt sich fort, andere Leute arbeiten auch an diesen Bildern mittlerweile, weil das natürlich ansteht als Herausforderung. Ihre zweite Frage zu China ist natürlich die zentrale. Tobias sitzt dort, wir haben uns gestern darüber unterhalten, ein großer Fachmann für Schulden und Schuldenkrisen und Wirtschaftshistoriker. Und die Situation in China ist ja, es gibt gewisserweise zwei, sagen wir mal, Möglichkeiten. Lassen Sie mich das ganz krude darstellen. Die eine Möglichkeit ist, dass die Chinesen dann doch genauso wie wir sind. In dem Sinne, dass es ihnen nicht richtig gelingt, diese Situation zu stabilisieren. Die Kosten setzen sich auf den Bilanzen der Haushalte fest. Sie erleiden dann gewisserweise eine Japan-artige Ermattung des Wirtschaftswachstums über Jahrzehnte hinaus. Und es gelingt ihnen nicht, aus diesem Middle-Income-Trap zu entkommen. Das ist eine durchaus plausible These. Und von amerikanischen Strategen wird das ja unter anderem, und ich glaube etwas naiverweise, begrüßt, weil dadurch China in Anführungszeichen geschwächt wird. Ist eine Milchmädchenrechnung, denn ich denke, eine mit wirtschaftlichem Misserfolg kämpfende China-Regierung ist gefährlicher noch als eines, das seinen Bürgern sagen kann, oh so, Taiwan verschieben wir, mittlerweile geht es euch besser und besser und besser. Die andere Möglichkeit ist, und sie ist nicht weniger historisch bedeutend, ist, dass es Beijing, wie Sie vermuten, tatsächlich gelingt, das zu steuern. Nun, und wenn das gelingt, dann ist das auch nicht Status Quo und Business as usual, sondern es wäre dann die radikalste, größte, größenwahnsinnig, müsste man fast sagen, gelungene makrofinanzielle Steuerungsoperation in der Geschichte der Moderne bisher. Niemand anderes hat irgendetwas derartiges hinbekommen. Wir sind 2008 blauäugig. Europa, Schweiz, Deutschland, Niederlande, Großbritannien, Spanien, Irland und die Vereinigten Staaten blauäugig in die Krise hineingesteuert. Die Chinesen haben tatsächlich versucht zu lernen. Alle haben ihn eingebläut, das geht so nicht weiter, Leute. Also haben sie versucht, den Geldhahn abzudrehen. Und jetzt versuchen sie, den Jenga-Turm zu fangen. Buchstäblich alle Teile gleichzeitig. Wenn sie das nur halbwegs hinbekommen,
dann Kopf, also wirklich Hut ab, und das wird dann Teil der Erfolgsgeschichte des chinesischen Regimes. Und das ist für uns dann auch verunsichert. Das heißt also, diese beiden Szenarien sind beide sehr, sehr consequential, historisch bedeutend, und keines von beiden erlaubt gewisserweise ein befriedigtes Nicken und sagen, ja, okay, das regeln die Chinesen. Wenn sie es hinbekommen, ist das ein welthistorisches Ereignis. Wenn sie es nicht hinbekommen, ebenso. Macht beides keine Freude. Bitte sehr. Ja, Freude, da muss man sich nicht einig sein. Aber, nee. Unter dem Lösungsansätze, yeah. Was haben Sie zu sagen, was kann diese kleine, offene Weltwirtschaft oder Volkswirtschaft Schweiz tun? So, was ist die Take-Home-Message for me? Ja, ich meine, es liegt auf der Hand, oder? Wir wissen doch alle, was die Schweiz tun kann und sollte. Muss ich das wirklich laut sagen? Ich meine, Credit Suisse können wir uns nicht leisten, Leute. Was ist denn los hier? Das ist verrückt. Zweimal hintereinander, wirklich? 2008, 2009 und dann das nochmal? Das kann doch nicht sein. Die Geschichte wiederholt sich. Ja, aber ich meine, aber wenn die Frage ist, was kann die Schweiz beitragen, dann wäre das das Erste. Und dann ist klar, glaube ich, dass Finanztransparenz ist ganz zentral. Und da es ist natürlich ein Arbeitsfeld und die Schweiz ist nicht mehr dort, wo es mal war. Und das muss man der Schweiz auch zugutehalten. Und da unter anderem haben die Historiker in der, Vergangenheitsbewältigung, der Aufarbeitung der Geschichte der NS-Zeit dazu einen Legitimisierungsbeitrag gemacht. Und wir sollten stolz darauf sein, diese Arbeit getan zu haben. Aber das ist Punkt Nummer zwei. Also anständig regulieren. Zweitens, keine Schlupflöcher für das dunkle Geld der Welt zu bieten. Und drittens, denke ich, durchaus positiver, beispielgebend. Die Schweiz ist eine sehr, sehr interessante Demokratie. Es ist ein sehr, sehr komplexer, historisch bedingter demokratischer Versuch und wir brauchen davon mehr. Und an der Schweizer Demokratie in dieser Form arbeiten, auch mit der Ambition in gewisser Weise, nicht modellhaft, das wäre übertrieben, aber sich selbst als Labor zu verstehen, und das entsteht ja auch durch die Diversität des Schweizer politischen Systems, das ist ein Beitrag. Und das ist bei den skandinavischen Ländern, bei vielen kleinen europäischen Staaten wirklich ein globaler Beitrag, der nicht unwesentlich ist. Und also, in die Entwicklungshilfe, das ist der vierte Punkt, reichhaltig geben. Ich meine, ja, reiche Länder sind dazu verpflichtet. Das gibt es ja schon, aber die Verschweizerung der Welt ist natürlich eine tolle Perspektive und die Deutschen sehnen sich ja zum Teil... Nein, so weit wollte ich nicht gehen, aber einfach nur als Labor, als sehr, sehr besonderes Labor. Die Deutschen sehnen sich ja zum Teil danach, berechtigterweise danach und ein weiterer Beitrag ist natürlich die Stärkung der Wehrkraft und da sind wir jetzt auf gar nicht so schlechten Wegen. Weitere Frage bitte hier. Sie haben also diese Polykrise diagnostiziert. Wir haben in Europa die Hauptspieler, Deutschland, England, Frankreich, sind eigentlich nicht aktiv oder haben schwere Probleme bezüglich ihrer Regierungen. Macron hat keine Mehrheit im Parlament mehr. Deutschland hat eine Ampelkoalition, die sich mit Ach und Krach erlauben kann, jetzt die Atomkraftwerke für 3 Monate weiter zu betreiben. England haben wir gesehen, was da passiert ist. Sehen Sie eine Rolle der EU in dieser Situation, um diese Polykrise oder Finanzkrise zu bewältigen? Absolut. Ich bin von Kindheit auf, aufgrund meiner, ich spreche ja nicht umsonst so Deutsch, ich bin Mensch mit Migrationshintergrund, wie man auf Neudeutsch sagt. Und in diesem Sinne fast wie, was weiß ich, die Janissare im Ottomanischen Reich, dem Reich, dem europäischen Großreich verpflichtet, biografisch. Ich schulde niemand anderem wirklich einen Dienst. Ist meine persönliche Einstellung. Das heißt, offensichtlich sehe ich in der EU, dass die EU eine Rolle hat. Und ich würde es in gewisser Weise dieser Schweizer Gedanke noch größer aufblasen. Das heißt, es gibt
Es gibt wenige wichtige, innovative Experimente mit der modernen internationalen Politik, die aus dem 20. Jahrhundert hervorgegangen sind. Es gibt postkoloniale Nationalstaaten, es gab den Verbund der Sowjetunion. In der EU sehen wir im Real-Time ein Experiment neuartiger Politik. Und das ist an sich, funktional oder dysfunktional, das ist an sich wertvoll. Insgesamt, wenn Sie müssen nicht lange in Indien sein, zu wissen, dass sich die indische Diskussion über föderale Möglichkeiten in einer sehr interessanten Weise in einem Dialog befindet mit der europäischen Diskussion. Denn wenn Sie darüber nachdenken, Grundstruktur demokratisch, obwohl das natürlich in Indien zunehmend nicht pluralistisch ist, aber Großstaaten, Flächenstaaten mit 500 Millionen plus Einwohner, große kulturelle Vielfalt, in Indien natürlich massiv gegeben, und in einem föderalen Apparat, das haben Indien und die EU gemeinsam. Und dessen ist man sich in Europa, glaube ich, viel zu wenig bewusst, inwieweit diese Art von Vergleichen durchaus prägend sind. Ich kann dann ins Detail gehen, aber nehmen Sie die Klimapolitik. Es gibt wirklich zwei Hauptakteure auf der Weltebene. Das eine ist China und das muss der Hauptakteur sein, weil sie verantwortlich sind für 28% der Ausstöße. Natürlich. Und der andere Hauptakteur, ideengebend, Institutionen bauend, ist Europa. Und unter anderem auch im produktiven Austausch mit den Chinesen. Sagen wir mal bei der CO2-Besteuerung, Bepreisung, wo die Chinesen sich das zum Teil bei den Europäern abgeschaut haben. Das heißt also, ja, in dieser Weise ist Europa essentiell. Und nicht in dem Sinne, dass es seine eigene Zukunft, sagen wir mal, bei der Klimapolitik selbst bestimmen kann. Ich meine, in dieser Weise ist Europa ja seit dem Zweiten Weltkrieg radikal provinzialisiert worden. Und Habermas argumentiert natürlich, dass selbst diese Erfahrung, das Postimperiale, das Verständnis, dass man untergeordnet ist, nicht unbedingt einer anderen Macht, aber den Weltumständen, auch wiederum ein Beitrag sein kann. Das ist für mich ein bisschen zu viel geschichtsphilosophisch aufgeladen. Aber es ist bestimmt wahr, dass dieses Gefühl, ein Gewicht zu haben, aber eben nicht ein Übergewicht zu haben und miteinander zusammenarbeiten zu müssen, ja, man ist nicht zu blauäugig, muss gar nicht blauäugig daherkommen. Das sind Prozedere, Verfahrensfragen, rechtliche Strukturen, die in gewisser Weise dann doch wichtig sind. Und der Brussels-Effekt von meiner Kollegin an Columbia ist ja auch nicht ganz ohne. Der europäische Markt ist nach wie vor der Nummer-2-Markt, Absatzmarkt in der Welt. Nicht nach PPP berechnet, aber in Dollar. Aber wie wir natürlich als gute Historiker wissen, es braucht auch gute Politiker, ja. Und da besteht noch Handlungsspielraum nach oben. So, bitte vielleicht die letzte Frage von Herrn Müller, denn die Zeit ist leider schon weit fortgeschritten. Vielen Dank, Herr Thus, für diese spannenden Ausführungen. Mir ist vor allem eine Grafik ins Auge gestochen, eine meines Erachtens beunruhigende Grafik, aber eine Grafik, an die wir uns fast schon gewöhnt haben, nämlich jene über die anwachsende Geldmenge. Aha. Und die hebt ja in astronomische Höhen ab. Und innerlich, meine ich, wissen wir alle, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Aha, okay, nur die Frage ist, wie geben wir da richtig Gegensteuer? Ich hoffe, ich ordne die Dinge jetzt richtig ein, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Fürsprecher einer ultralockeren Geldpolitik jeweils ein Argument zur Hand hatten, mit dem sie die Kritik bezüglich dieser anwachsenden Geldmenge zur Seite schieben konnten oder sozusagen in Keim ersticken konnten, nämlich mit dem Verweis auf das tiefe Inflationsfeld. Und jetzt haben wir die Inflation da, oder zumindest steigt das Inflationsrisiko. Mhm. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie gelingt uns sozusagen eine Entwöhnung von dieser Geldwut? Yeah. Es ist ein naheliegender Punkt. Und im Hartgeldland der Welt, in führendem Hartgeldland, muss man sich darauf gefasst machen, dass man diese Frage bekommt. Und ich sage das nicht... In flapsiger Weise, sondern es ist tatsächlich eine Kernfrage. Und es geht, glaube ich, in den Kern auch unserer mentalen Verarbeitung der gegenwärtigen Krise. Wie gehen wir damit um? Ein Punkt wäre von meiner Seite her, ich will nicht ins Technische gehen, es gibt wenig Grund, also mal ganz kurz, es gibt sehr wenig Grund zu glauben, dass die Geldmengen, die dort angesagt haben, irgendetwas zu tun haben mit Geld im Umlauf, das in irgendeiner Weise mit der monetaristischen Formel zusammengebracht
zusammengebracht werden könnte. Das ist nicht das gleiche Geld. Das sind Bilanzen innerhalb des Banksystems, das sind angehäufte, das sind Reserven zum sehr großen Teil. Das, was seit Jahren frustriert, ist, dass dieses Geld gewisserweise nicht in die Wirtschaft hinausgeht und dadurch Aktivität bemüht. Das ist gewisserweise das Rätsel. Aber ich will fundamentaler ansetzen. Und es geht auf den Begriff Polykrise zurück. Also die erste Polykrise, könnte man sagen, war 1973 oder 71 bis 73. Überlegen Sie sich, Sie haben die aufkommende ökologische Bewusstsein. Sie haben die Ölkrise, multipolare Herausforderungen, das Scheitern Amerikas in Vietnam, eine innenpolitische Krise in Amerika um Nixon herum. Und Nixon ist der Präsident, der das Dollar von Gott löst. Und damit die am meisten unterbewertete universalgeschichtlichen Schnitt des letzten Jahrhunderts auslöst, nämlich das Loslösen von Gold, das Loslösen des Geldes von Gold. Das heißt, wir befinden uns seitdem in einer Fiat-Geldordnung. Im Grunde nicht, es ist mit nichts anderem verankert als Politik und Recht und sonst nichts und Kommerz. Also dieses drei Sterne, Politik, Kommerz und Recht verankern das Geldsystem. Und das Erstaunliche daran ist, dass es uns so unheimlich ist, dass das so sein könnte. Und wir sind immer wieder versucht zu fragen, wie kann das so weitergehen? Wie kriegen wir das im Griff? Wie stabilisieren wir das? Wie finden wir eine Ordnung, die stabil ist? Und das ist auf der einen Seite sehr begründet, denn wir haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit ungeordneten Geldverhältnissen. Das Problem ist nur, welches Korsett, also welche Form von Restriktionen sind historisch zeitgemäß? Und das ist das Problem, das wir uns immer wieder stellen müssen. Genau wie wir auch die Verfassung gewisserweise sukzessive ändern müssen oder unseren Sprachgebrauch oder die Formen der Politik sukzessive historisch ändern. Das Geldsystem wird dadurch historisch und historisiert. Und das ist unser Problem im Moment mit den Überbleibseln dieser Interventionspolitik seit 2008. Das ist jetzt sehr abstrakt gesagt, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich Ihre Frage, wie kriegen wir das in den Griff, kann das so weitergehen und müssen wir das nicht stabilisieren, ich will es nicht verneinen, ich will nur sagen, ich habe 99 andere Fragen, die noch dringender sind. Und ich meine das ernst, denn das ist unser Problem. Es gibt lauter Sachen, die ich sehr gerne stabilisieren würde. Viele, viele, viele. Angefangen von meiner Ehe bis hin zur Klimakrise. Ich würde das alles sehr gerne stabilisieren. Ich wüsste gerne, wie ich glücklich werde, längerfristig. Ich wüsste gerne, wie ich mit dem nächsten Buch zurechtkomme, wie ich meine Zeit, ja, alles da. Ich habe nicht 99 Probleme, sondern zig Millionen. Und das Problem ist, warum würden wir uns an diesem Pfeiler orientieren? Und das ist keine banale Frage, es gibt Antworten. Man könnte wie im deutschen Grundgesetz sagen, es ist eines der Gemeingüter, die stabilisiert werden müssen. Meine Antwort an Ihnen wäre einfach, sind wir sicher, dass das die Priorität sein sollte? Oder sollten wir unter den extremen Bedingungen, in denen wir im Moment leben, angesichts der enormen politischen Schwierigkeit jetzt umzustellen und der Belastung, die das darstellen würde für die Demokratie, sind wir sicher, dass das wirklich die Priorität sein sollte? Und meine Antwort wäre empirisch zu sagen, das letzte Mal, als das Europa versuchte, das war die Zeit unter Trichet, ist Europa fast geplatzt. Und seitdem leben wir vom Pragmatismus, von der Verschiebung dieser Frage. Wir verschieben die Ordnungsfrage. Und das deutsche Verfassungsgericht kommt immer wieder, und das ist nicht unbedingt schlecht. Die deutschen Verfassungsrichter legen das ja auch als Diskurs aus, als Verfahrensfrage, als endlosen Dialog. Aber das scheint mir der richtige Rahmen zu sein. Denken wir das Geld als endlosen Dialog über die Zahlungsmittel, über die Finanzbilanzen und schauen wir nicht nach endgültigen Lösungen, sondern das, was wir als nächstes brauchen. Und das Problem ist nur, dass buchstäblich heute das Bank of England sich anders entschieden hat. Eben, das ist Geschichte, nicht? Das ist Geschichte. Gelebte Geschichte, und aber die beruhigende Nachricht ist, Sie sind tatsächlich ein Mensch wie wir. Nicht? Also, ja, alle zusammen. Zutiefst normal. Ja, das ist wunderbar. Also da haben wir jetzt keinerlei Beunruhigung, wenn wir hören, dass Sie auch mit vielen Krisen kämpfen. Dafür gibt es dann noch eine Belohnung. Jetzt ganz kurz noch die Vorschau auf die nächsten Abende, wenn ich das mal zeigen darf. Ja, also wie gesagt, schon am 26. Oktober
kommt Sergei Chardin, der große ukrainische Schriftsteller, Liedermacher und Essayist. Er hat den Frank-Schirmacher-Preis bekommen und im Nachhall dazu auch den Freiheitspreis des deutschen Buchhandels. Wir hoffen sehr, dass er ausreisen kann. Er ist natürlich involviert in diese furchtbare Bedrängnis und es wird aber sicher, wenn er da ist, sehr, sehr eindrücklich und authentisch. Dann haben wir Herr Fried Münkler, war auch schon da, ein Polyhistor mit enormer Produktivität, wie Adam Tooze, und immer interessant und gut auch für die eine oder andere Kontroverse. Und am 15. November dann John Elkann, Aufsichtsratsvorsitzender von Stellantis, Ferrari und Exor. Da geht es vor allem um Nachhaltigkeit und Start-up-Förderung, gerade unter Bedingungen solcher Krisen, wie sie Herr Tooze jetzt beschrieben hat. Live aus dem Studio der Swissre in Rüschlikon übertragen wir die Verleihung des Schirmacher-Preises an die große Kämpferin Ayaan Hirsi Ali. Es war leider nicht möglich, aus Sicherheitsgründen sie hierher zu bringen, nachdem ja auch Salman Rushdie unter dem Wahnsinn eines Islamisten fast gestorben ist. Und damit wird dann auch noch Sergei Chardin geehrt mit dem neu konzipierten Freiheitspreis der Frank-Schirmacher-Stiftung. Last but not least, im Zürcher Literaturhaus, in der Kooperation, die wir seit einigen Jahren haben, um neue Sachbücher vorzustellen. Zuerst der Germanist und Kulturwissenschaftler Helmut Lehten mit seinem neuen Buch, Der Sommer des Großinquisitors, über die Faszination des Bösen. Da knüpfen wir natürlich auch wieder an bekannten Leitmotiven an und schließlich dann doch ein bisschen lyrischer, der Ausklang Richtung Weihnachten, Michael Krüger, ehemaliger Verleger des Hansa Verlags mit zwei neuen Büchern. Beide Abende werde ich moderieren. So, Herr Tooze, und jetzt wird's ernst. Wir überlegen uns ja immer passende Geschenke und forschen dann eben auch intensiv in der Biografie der Referentinnen und Referenten. Es ist erstaunlich, was da alles zutage kommt, aber das behalten wir natürlich in der Regel für uns. Die Laster werden nicht eingepreist, aber das, was den Leuten eben auch Freude macht. Und wir haben herausgefunden, dass Sie, jetzt kommt vielleicht noch das Bild mit dem Geschenk, ja, dass Sie ein Tee-Fan sind. Also wir haben herausgefunden, Adam Tooze geht nicht aus dem Haus ohne ein Teeset und seinen Laptop. Und hier sehen wir ihn ja auch auf dem Bild, frisch und munter wie heute Abend. Und wir haben eine unglaublich gute Mischung zusammengestellt. Also das ist schon mal förderlich, auch vielleicht für den Frieden in der Welt und für die Intellektuelle. Aber die tolle Photoshop, ja. Darüber freue ich mich. Ja. Das können wir Ihnen dann auch noch nachsenden. Gerne, nicht? Gerne. Das für Publizitätszwecke. Ja. For Family Albums und so. Gut, also nochmals ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Es war sensationell. Danke. Thank you.